Hallo mal wieder, Leute. Es ist Zeit für Session 3 von Half-Life. Ach ja, in Momenten wie diesen bin ich froh, zwei Projekte am Laufen zu haben, weil ich habe echt keinen Bock auf The Suffering gerade. Das ist so ein Scheißspiel. Aber sagt es niemandem. Ja, jedenfalls, das letzte Mal haben wir hier Schalter gedrückt und au, sind auch das letzte Mal darunter gesprungen, nur um festzustellen, dass das weh tut. Das ist nicht so toll. Ach, und nebenbei, dieses Spiel hat ja die tolle Angewohnheit, dass, wenn man zu schnell das Spiel lädt, also bevor das Steam Dingens in der Ecke aufploppen kann, dann startet man einfach außerhalb der Map und kann nicht spielen. Das ist doch toll, oder? Oh ja. Käfer. Immer noch. So, wo muss ich jetzt überhaupt hin? Ich weiß es nicht. Gehe ich hier gerade überhaupt richtig? Es erscheint mir nicht so. Schließlich werde ich hier immer wieder nach oben geblasen. Gut. Oh, was ist denn das? Nichts. Krass, ich wollte schon immer ein Nichts haben. Wunderbar, das hätten wir ja dann. Tja, also, ich weiß gerade wirklich nicht, wo ich so lang muss. Ich dachte, jetzt lege ich mich wieder auf die Fresse. Nee, kaputt machen ist auch nicht richtig. Ja, toll. Wir haben die Sachen angemacht. Und nu? Wat nu? Ja? Oh, das hatte ich natürlich gesehen. Wodurch ich... Verdammt! Kurzsichtigkeit und so. Ja, ich bin wahrscheinlich einer der kurzsichtigsten Menschen, die ihr je gehört habt. Ich hätte jetzt fast gesagt gesehen, aber das geht gerade irgendwie schlecht. Gehen wir jetzt hierhin wieder zurück? Wenn ja, wieso? Da geht jetzt Zeug rein. Oh, hallo, ihr seht aber freundlich aus, ne? Ja, sind wir freundlich, oh, war ja. Au, das war, glaube ich, keine gute Idee. Au, au. Los! Ja, wunderbar. Bin ich tot? Ja, bin ich. Was? Ernsthaft mal, einfach nur... Was? Okay, das sollte mir auch mal einer sagen. Hallo, Zombie, ins Gesicht. Komm her. Oh, nochmal. Bitte sehr. Verstrahlte Leute. Cool. So, was haben wir hier? Hier war ich schon. Oder? Hier ist ein toter Gegner, also. Ah, nein, hier war ich noch nicht. Handlöchchen. So, so viel dazu. Kann ich was drücken? Nö. Einfach mal wahllos an Reglern rumspielen. Das hat bisher immer funktioniert. Ich trau dem Wasser nicht. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht, weil es
nur eine Pfütze ist, aber aussieht wie ein gewaltiger See. Naja. Was machst du da? Ich schieß dir jetzt in den Hintern. So ein paar Mal. Ich find's immer noch lustig, wie... Hallo, ihr da? Wie stark die Pistole ist, wollte ich sagen. Und mir fällt jetzt erst auf, hey, wir haben voll wenig Munition dafür. Seit wann das denn? Na, ich werde hier erstmal speichern. Genau da. Ach, verdammt. Professor zum Frühstück. Warum nicht? Hä? Habe ich was richtig gemacht? Dass sie... Was? Was ist gerade passiert? Ja, geil, ich wurde von dem... Oh mein Gott, ich wurde von dem Fahrstuhl zermatscht. Ich komme mir dumm vor. Und das ist noch freundlich ausgedrückt. Wow. Wozu die Kisten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich nehme einfach mal eine mit. Oder versuche es zumindest. Was in diesem Spiel gar nicht so einfach ist und anscheinend auch nicht geht. Ja, was auch immer. Runter bitte. Oh, knapp. Ich hoffe mal, das Ding wird jetzt nicht direkt in den radioaktiven Müll fahren, so... Ja? Was war das? Ja? Gut, das ist irgendwie ungünstig. Raus. Nein! Raus! Alter! Ist es so toll, da drin zu hocken, oder? Anscheinend, ja. Cool, ich bin verstrahlt. Moment. Komme ich hier irgendwie... Aha, so. Das könnte sich als nützlich erweisen. Ich hoffe, dass niemand erwartet, dass ich den Generator starte. Smithers ist runtergegangen und nicht wieder aufgetaucht. Feige Sau. Immer muss ich alles machen. Das ist doch immer noch mein erster Tag hier. Oh, scheiße. Hi! Hä? Was soll das denn? Was spuckt hier schon wieder? Ach, da unten. Au. Au, das tat schon wieder weh. Ich glaube, ich sollte davon nicht umgehauen werden. Nach Möglichkeit. Oh, hallo Typ. Wie kommst du denn hier... Ja, Mr. Freeman, genau. Ich drücke einfach mal den Knopf, ne? Das ist mein Verständnis. Ich gehe hier erst weg, wenn sich die Situation dramatisch verbessert. Oh, das ist natürlich schlecht für dich. Da. Ich glaube, ich stehe hier ungünstig, oder? Muss ich da rein? Ich weiß nicht, ich teste es einfach mal.
Ah. Halt nicht laden, speichern. Das könnte eine meiner erneut dümmsten Ideen aller Zeiten sein, aber rein da! Es passiert gar nichts. Okay. Egekloppe, nix. Ja, was mache ich nun? Ich sitze hier irgendwie so leicht fest. Das tat irgendwie weh. Oh. Gehen wir noch mal da hoch, Tim. Au, 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 au. Vielleicht gehen wir doch nicht da wieder hoch. Mann, ich verliere hier. Ah! Mann! Ich verliere hier so viel Energie, nur dadurch, dass ich dauernd wo runterfalle. Ja, das war ich. Gut, das heißt, ich kann hier raus. Schnell hier weg, schnell hier weg. Radioaktivität kann ich ja mal gar nicht leiden. Und wie wir einfach die Leiter hochschweben, ist es nicht der Wahnsinn. Wo bin ich jetzt? Oh. Ah, das ist ja natürlich super. Oh, bitte tu nicht zu doll weh. Ah. Ich glaube aber meine Beine. Nee, die sind immer noch weg. Oh, Schmerzen. Oh, Mann. Ach ja, das ist ja natürlich super hier. Dafür sind die Kisten. Du geh mal weg. Bist mir gerade sehr unsympathisch da. So. Alter, ihr Raudis von Kisten. Und ihr wollt natürlich auch nicht diesen Raum verlassen. Was denn auch sonst? Och, kannst du mal aufhören so. So. Warum bist du kooperativer als dein Freund, hä? Aber immer noch nicht so. Ach, egal. Dieses Rohr. Wusste doch, dass das irgendeinen Sinn hat. In so alten Spielen ist nie was ohne Grund da. Also fast. Verschwinde. Willst nicht verschwinden? Bist du sicher? Bist du sicher? Nee, eben nicht. Ich hätte jetzt fast aus Spaß auf die Fässer geschossen und dann ist mir so der Geistesblitz gekommen. Moment, dann komme ich ja nicht mehr zurück. Och, Intelligenz, wa? Uppa. Oh. Jupp. Okay, komme ich hier auch wieder nach oben? Nein. Das ist so ein leichtes Problem. Los, 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 los. Da, da, da. Au! Ich habe mich ehrlich gesagt erschrocken da gerade. Oh, Scheiße, wie soll ich da jetzt hochkommen? Also, ernsthaft, wie soll ich da hochkommen? Und warum macht dieses Vieh so einen Höllenlärm? Das ist ja nicht auszuhalten. Den kann ich auch nicht schaden, oder? Doch, für einen Moment. Ja, geil!
Schön gemacht, Vieh! Na komm, geh wieder nach da unten. Go, 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 go! Meine Güte, nee, meine Güte, nee. Ich weiß aber echt nicht, was ich im Moment, wo ich im Moment hin soll. Wenn ich wieder nach ganz oben muss, dann bin ich irgendwie nicht sehr glücklich damit. Ich gucke erstmal nochmal hier. Oder war das, wo ich das Gedöns mit dem... Ja, das ist, wo ich das Gedöns mit dem Dings gemacht habe. Ja, das Gedöns mit dem Dings, genau. Erst nachdenken, dann reden. Die Granate? Ja, fang die Granate! Go, go, go! Ah, nein, nein! Ah, das gefällt mir gar nicht. Ah, nicht hängen bleiben, nicht hängen bleiben. Los, hoch da, hoch da. Und raus! Oh. Huhuhuhuhu. Verdammt. Was zum... Seit wann bist du denn hier? Ich wollte gerade sagen, das kommt mir aber nicht bekannt vor. Ach, und hier ist der Kram rausgebrochen. Schön. Testfire. Dann wollen wir mal sehen, was passiert. Ich befürchte, jetzt wird gegrillt. Oh. Oh, sch. Notiz an mich selbst, nicht so nah dran stehen. Und ja, jetzt wird gegrillt. Mmm, Knusper-Tentakel. Warum denke ich in diesem LP so viel an Essen? Erst wird gebacken, jetzt wird gegrillt? Und nu? Das war's mit dem Vieh, oder was? Und ich hab den Typen mit platt gemacht, oder wie? Aha! Ich sehe Fortschritt. Möglicherweise. Man kann es nicht genau so genau sagen auf den ersten Blick. Aber das Vieh ist weg, das ist schon mal nicht übel. Das war scheiße, das Ding. Wo ist die Leiter? Da ist die Leiter. Gut. Sehr gut. Das war auch gar nicht dösig oder sowas. Nein. Typ, ich brauch mal eben deine Magnum. Dein Revolver. Das ist natürlich schick. Hier noch irgendwas? Nee, nur alles voll mit Kacke. Blub, 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 blub. Rauslassen, rauslassen. Mehr Grün. Moment. Was? Ach so, ich dachte, ich wäre jetzt wieder an einem Ort, wo wir schon mal waren. Ich würde zu gerne... Oh, ich kann da so... Ich kann da sogar runter. Nein, nein, oh. Diese Steuerung, Mann, diese Steuerung. Ich wäre fast in meinen Tod gesprungen. Ist das nicht lustig? Erstmal aufladen. Das ist dringend notwendig. Oh, Greenpeace wird sich freuen. Aber hallo.
Schmierölleitern des Triumphes. So. Jetzt müssen wir wohl auf diesen Rohren lang. Gehe ich mal stark von aus. Und ausnahmsweise brechen wir uns dabei nicht die Beine. Das ist auch gar nicht so übel. Hier runter. Ich werde mal ein bisschen vorsichtiger gehen. Oder auch nicht, weil mir das zu langsam ist. Ja, solange nichts passiert, mache ich alles gerne schnell. Außer die Umgebung ist so interessant, dass ich die ganze Zeit... Oh! Oh! Oh, schwarz! Echt, das ist einfach nur schwarz. Geil.